Schönen guten Abend. Ich sehe auch ein paar Patienten von mir. Schön, dass Sie auch gekommen sind. Ich habe mir überlegt, was machen wir heute? Was machen wir heute? Erschrecken Sie nicht, die Dias sind teilweise in Englisch, aber ich werde das alles in Hochdeutsch ausformulieren. Ich habe mir gedacht, ich will Ihnen einfach heute innerhalb von 20 Minuten das, was in der Sprechstunde auch manchmal zu kurz kommt, die Technologie etwas näher bringen. Herr Hegeli hat Ihnen jetzt gerade erzählt von den Rhythmusstörungen, wenn das Herz zu schnell ist. Und ich fange jetzt an und erkläre Ihnen, wie eigentlich die Technologie oder was man machen kann, seit Arke Senning hier den ersten Schrittmacher eingebaut hat, wenn das Herz zu langsam ist. Das hat meistens einen Grund. Und das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber Sie haben das vorher schon ein paar Mal gesehen. Das ist dieser Herzmuskel und das Grüne sind die Kabel, die durchs Herz, durch den Herzmuskel gehen. Das können Sie sich wirklich vorstellen wie elektrische Kabel. Und hier ist dieser Sinusknoten, den haben Sie alle schon mal gehört, der normalerweise die Erregung bildet. Das ist wie eine Zündkerze im Auto. Wenn der den Takt nicht angibt, dann ist erstmal Ruhe. Dann wartet das Gewebe und dann gibt es eigentlich immer noch einen zweiten Schrittmacher, der einspringen kann. Das ist hier dieser sogenannte AV-Knoten, der dann den Strom verteilt. Und der Strom ist natürlich notwendig, damit der Muskel erregt wird und das Herz sich überhaupt zusammenzieht. Man kann es also durchaus mit dem Automotor ein bisschen vergleichen. Ohne den Zündfunken, ohne die Zündkerze und den elektrischen Impuls tut der Motor nicht das, was er sollte. Und Sie kennen das auch alle von sich selbst, wenn Sie sich ärgern, dann geht Ihr Herzschlag nach oben. Ja? Warum ist das so? Weil bestimmte Nerven einerseits angreifen, aber dann auch bestimmte Hormone, zum Beispiel das Adrenalin, im Körper freigesetzt werden und das dann hier beeinflussen. Das Gleiche ist, wenn Sie jetzt viel gegessen haben oder sehr entspannt sind, merken Sie auch, dass Ihr Puls runtergeht. Da gibt es das zweite Programm im menschlichen Körper, was dann eher verlangsamt auf diese Zündkerzen hier einwirkt. Was kann nun passieren? Nochmal der normale Ablauf, also normalerweise der Sinusknoten, dann verteilt sich das in die Herzkammern und dann zieht sich das Herz zusammen. Was passiert nun, wenn das nicht mehr normal passiert? Und das ist eigentlich einer der einfachsten und häufigsten Bilder. Es findet keine Übertragung statt, das wird nicht erregt, dann macht das Herz erstmal gar nichts. Das nennt man wie in der Musik eine Synkope, was man dann hat. Das heißt, in dieser Zeit, in diesen 4,7 Sekunden, steht der Muskel still. Die Folge ist natürlich, dass das Blut nicht ausgeworfen wird. Das Blut kommt auch nicht im Gehirn an. Das Gehirn kann nicht genügend Sauerstoff bekommen in der Zeit. Man wird ohnmächtig. Und das ist auch das häufigste Symptom, warum man im fortgeschrittenen Alter einen Herzschrittmacher braucht, dass diese normale Erregung, der Muskel ist noch völlig gesund, nur die Zündkerze an sich arbeitet nicht mehr richtig. Und das war auch eine der klassischen Indikationen, wo man damals den ersten Herzschrittmacher eingebaut hat. Die gute Nachricht ist, dass diese Schrittmacher, die man heutzutage verwendet, ich werde Ihnen jetzt verschiedene Modelle zeigen, verschiedene Technologien, sind heutzutage so hoch entwickelt, dass ich Ihnen wirklich die Angst nehmen kann vor diesem Gerät. Emotional ist es vielleicht schon noch immer etwas komisch zu sagen, mein Herz schlägt nicht mehr von alleine, aber Sie müssen sich von der Anschauung lösen, dass Ihr Herz wirklich krank ist. Der Muskel ist in über 90% immer gesund. Das Problem ist die spontane Erregung. Und so ein Schrittmacher unterscheidet sich in seiner Aufbauweise. Da gibt es einerseits das Aggregat, das besteht aus Batterie. Was mich sehr häufig die Patienten fragen, kann man den aufladen? Die Antwort wäre, es wäre theoretisch möglich, solche Schrittmacher aufzuladen von außen, dass man sie nicht mehr wechseln muss. Aber die Industrie hat es einfach nie auf den Markt gebracht. Ja? Deswegen muss man diese Schrittmacher im Durchschnitt zwischen 7 und 15 Jahren ersetzen.
Batterien selber kann man nicht ersetzen, man gibt dann immer gleichzeitig ein neues Gerät. Es war auch ein bisschen gerechtfertigt in der Vergangenheit, weil die wurden immer kleiner. Ich denke, jetzt haben wir schon eine Größe erreicht. Viel kleiner geht es gar nicht mehr. Das wäre jetzt schon auch wünschenswert, wenn man die aufladen könnte. Vielleicht wird das irgendwann mal kommen. Das ist also das, was man, was sozusagen das Herz dann steuert. Und dann wird im Herzen selber werden Kabel verlegt. Das sind die Schrittmacherkabel. Die sind mit Silikon überzogen und die werden im Herzen verankert. Und das Ganze, wenn man nur eine Leitung braucht, nämlich in die rechte Hauptkammer, sieht dann so aus. Da macht man in Lokalbetäubung einen kleinen Schnitt unterhalb der Clavicula, also des Schlüsselbeins, und legt dann unter Röntgenkontrolle ganz vorsichtig den Draht hier ins Herz, verschraubt den und hat somit das System implantiert. Diese Schrittmacher sind relativ intelligent, die können nicht nur stimulieren, sondern die können auch wahrnehmen. Das heißt, die nehmen wahr, wenn das Herz normaler arbeiten würde, würden sie sich eher zurückhalten, und nur wenn das Herz aussetzt, würden sie stimulieren. Das ist ein bisschen wie so eine Elektrode aufgebaut ist. Im vergangenen 20 Jahren hat sich das auch weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir auch dort, denke ich, auf dem Entwicklungsstand, der sich nicht mehr groß verändern wird. Es wird sich etwas verändern, es werden Schrittmacher mittlerweile erforscht und die kommen auch bald, die kommen ohne diese Leitungen aus. Das werden dann also leitungslose Schrittmacher, die werden direkt ins Herz reingeschraubt und werden dann über verschiedene Frequenzen angesteuert werden. Ich denke, das werden wir in 2-3 Jahren schon auf dem Markt sehen, aber heutzutage sind das noch diese klassischen Platin-Elektroden, die haben vorne auch eine Beschichtung mit einem Medikament, was eine überschießende Gewebebildung verhindern soll, damit die Elektrode nicht gleich zugewachsen wird. Und im Prinzip werden die einerseits eingeschraubt, oder hier sehen Sie Elektroden, die sich einfach verankern. Das ist so ein Beispiel für eine Schraubelektrode. Das sieht jetzt schlimm aus, das ist natürlich eine wahnsinnige Vergrößerung einerseits, ja. Und andererseits merken Sie auch nicht, wenn diese kleine Schraube sich im Herz verhakt. Ja, das ist aber eine der stabilsten Methoden, wie man diese Elektroden gerade bei jungen Patienten, die viel Sport machen, im Herz verankern kann, damit sie später sich nicht mehr verschieben. Herr Lüsch hat es vorher angetönt, gibt auch natürlich bei herzchirurgischen Operationen Elektroden, die eingebaut werden, die werden dann meistens von außen auf das Gewebe aufgenäht und haben auch hier eine Schraube, die direkt in den Herzmuskel gehen. Bei diesen Operationen sind die Patienten natürlich in Vollnarkose, die merken das überhaupt gar nicht. Ich überspringe das mal ein bisschen, um Ihnen nochmal zu zeigen, dass das nicht einfach nur ein Draht ist, der da ins Herz gelegt wird, sondern es ist ein mehrfach gewedelter Leiter. Sie müssen sich ja vorstellen, im Laufe des Lebens wird der hunderte von tausend Mal gedrückt und gedehnt. Und es ist einfach ein mechanisches Prinzip, wie man einen Leiter konstruiert, dass der diese ganzen Zyklen zwischen Dehnung und Ziehen stabil aushält. Also deswegen ist auch der Preis gerechtfertigt. Das ist nicht einfach wie ein Kupferdraht, wo Sie eine Lampe anschließen, sondern es ist wirklich ein spezielles Material, was dann auch mehrfach beschichtet ist im Körper, die diese Aufgabe erfüllen können. Das sind jetzt mal so elektronenmikroskopische Aufnahmen von so Elektrodenspitzen, wo Sie dann diese ganzen kleinen Medikamentenkügelchen sehen. Wie gesagt, das ist ein Stoff, der abgegeben wird, während die Elektroden verankert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, links oder rechts, je nachdem. Ich frage eigentlich immer die Patienten, ob sie mehr Links- oder Rechtshänder sind. Manchmal haben wir Leute mit exotischen Sportarten, die sind dann Schützen und die müssen die eine Hand frei haben, dann tun wir das auf die andere Seite. Im Prinzip gibt es da keine bevorzugte Seite, man kann das von wirklich beiden Seiten einlegen. Früher hat man das noch teilweise vom Bauch implantiert. Das macht man heute nur noch in absoluten Ausnahmefällen. 99,9% über das, was ich hier oben gezeigt habe.
Das ist nochmal eine Darstellung von so einem einfachen Schrittmacher. Wenn der Sinusknoten ausfällt, also die obere Zündkerze, der merkt das und gibt dann hier Stimulationen ab und der Rest läuft dann automatisch. Und das ist auch die Idee bei jeder modernen Schrittmacher-Therapie heutzutage. Man versucht, dass der Schrittmacher so wenig wie möglich machen muss. Man programmiert ihn so, dass möglichst das Herz viel von seiner Aufgabe selbst wahrnehmen kann. Der Schrittmacher soll eigentlich nur punktuell dort angreifen, wo einmal ein Schlag ausfällt. Das Ganze gibt es natürlich auch auf der Ebene der Hauptherzkammer. Was dann schnell dazugekommen ist, was habe ich Ihnen vorher gezeigt, war natürlich die Notwendigkeit, dass die Schrittmacher auch irgendwie übersetzen müssen. Bin ich jetzt nervös? Mache ich Sport? Oder schlafe ich eher? Weil das sind ja immer unterschiedliche Herzfrequenzen, die ich dafür habe. Und dazu gibt es den sogenannten Sensor. Ja? Das ist also in dem Schrittmacher selber eine Wahrnehmung, die möglichst naturgetreu messen soll, in was für einem Status ich mich eigentlich befinde. Das sind in der aller Regel Piezokristalle, die auf Vibration reagieren. Das heißt, wenn sie sich bewegen und hüpfen, kommt es da zu einer Anregung. Da merkt der Schrittmacher, der Patient oder der Mensch ist in Bewegung. Ich muss also schneller stimulieren, als wenn ich kein Signal von diesem Sensor bekomme. Ja? Und so kann er ganz unterschiedliche Frequenzen steuern. Das kann man heutzutage von außen auch alles bis ins Kleinste programmieren und auf den Patienten anpassen. Das gibt es seit dem Ende der 70er Jahre. Und ich denke, heutzutage haben wir eigentlich so gute Systeme, dass man jeden zufriedenstellen, ob er jetzt Leistungs-Velofahrer ist und über die Pyrenäen muss mit diesen Systemen oder ob er ganz gemütlich Golf spielt oder sonst was macht. Man kann heutzutage, wenn man sich die Zeit nimmt, diese Schrittmacher auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmen. Ja? Auch ein anderes Prinzip, das von einer Firma vor allem verwendet wird, ist die Atmung zu messen als Sensor. Natürlich, wenn ich schneller atme, dann ist normalerweise auch der Bedarf an einer höheren Herzfrequenz gegeben. Das sind solche Doppelsensoren, die haben einerseits die Kristalle und die Möglichkeit, die Atmung zu messen. Das sind eigentlich die für Sportler am besten funktionieren. Das war jetzt also der Teil von Therapie, wenn das Herz zu langsam ist. Und Herr Lüscher und Herr Hegeli haben vorher jetzt auch schon gesagt, es gibt ja noch andere Herzrhythmusstörungen. Das sind eigentlich die ich erstmal nicht spüre, sondern schlimmstenfalls ist das meine erste Rhythmusstörung und ich versterbe daran. Das ist das sogenannte Kammerflimmern. Das sehen Sie hier aufgezeichnet bei einem normalen EKG und hier verbildlicht. Es ist einfach eine völlig chaotische Erregung im Herzen. Da funktioniert es nicht mehr, was normalerweise hierarchisch wäre, dass hier oben ein Impuls ist und sich hier fortleitet, sondern Sie haben wie bei einem Computerabsturz, wenn Ihr Windows abstürzt und es wird auf einmal dunkel, der Bildschirm, ist genau das Gleiche. Ja, da hilft nämlich nur eins, Sie ziehen den Stecker und fangen von vorne wieder an. Und das Gleiche müssen Sie mit dem Herz auch machen. Sie müssen also Reset drücken. Ja, Sie müssen dieses Programm, was hier läuft, beenden. Da gibt es aber leider Gottes keine Tablette, die das machen kann, sondern da gibt es nur eine Möglichkeit, dies von außen zu tun, nämlich mit einem Stromstoß. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass man überhaupt weiß, dass das geht. Seit 1947, das war einer der ersten Apparate, der war so groß ungefähr hier wie dieses Pult, wurde dieser externe Stromstoß erstmals abgegeben. Und da in die Geschichte eingegangen ist der Herr Zoll, der damals gezeigt hat, dass wenn man bestimmte Stromstöße dem Herzen in dieser verzweifelten Phase gibt, man den Patienten wiederbeleben kann. Vorher sind diese Leute alle gestorben. Das war also wirklich eine Meisterleistung, auf die Idee zu kommen, wie man diese Erregung wieder zurücksetzen kann. Das weiß man also seit den 50er, Ende 40er, Anfang 50er Jahren.
Man hat dann natürlich sehr schnell diese Technologie aufgegriffen und einer, der das auch weiter verfeinert hat, ist Bernard Lohn. Die Geräte wurden dann immer kleiner. Ja. Ich habe zu Hause einen im Auto liegen, der ist mittlerweile nur noch halb so groß wie das Notebook. Ja. Das ist deswegen, weil ich schon, trotzdem ich das beruflich mache, zweimal Leute auf der Straße getroffen hatte, die Kammerflimmern haben. Also ich habe so ein Ding im Auto, kann man sich zu Weihnachten schenken, kostet ungefähr 2000 Franken, ja, und ist kein dummes Weihnachtsgeschenk, weil 70% aller dieser Herzstillstände passieren zu Hause. Und jede Minute, die Sie verwenden, das können Sie alles selber, es ist ganz einfach, Sie kleben zwei Elektroden auf den Brustkasten, das Gerät macht alles automatisch, können Sie Ihren Partner wiederbeleben, wenn Sie es wollen. Ja? Aber ich denke, um die Weihnachtszeit würde das wahrscheinlich jeder machen. Wenn Sie jetzt nicht so ein Gerät haben und Sie haben sowas im Schlaf, man kann ja nicht die ganze Zeit sitzen und warten, dass sowas passiert, ist ja auch keine Lebensqualität, haben wir natürlich auch eine technologische Weiterentwicklung. Und das war vor allem ein Ingenieur und Mediziner, Michel Mirowski, der damals in der Johns Hopkins Klinik in den USA sich überlegt hat, das Perfekte wäre doch eigentlich, wenn ich das, was ich von außen mache, jemanden auch von innen geben könnte, und zwar automatisch. Und das war praktisch die Geburtsstunde des ICDs. Das ist jetzt hier ein primitiver Schaltkreis des ersten ICDs. Da sehen Sie zwei Batterien, das ist kein Witz. Das ging damals in der Forschung mit diesen Duracell-Batterien. Dann haben Sie einen Schaltkreis und Sie haben vor allem zwei Kondensatoren, die ein bisschen technisches Verständnis haben, die wissen, Kondensatoren brauchen immer, um Spannung aufzubauen. Sie müssen hier sehr viel Volt aufbauen, bis zu 800 Volt. Spannung müssen Sie aufbauen. Das geht mit diesen beiden Elementen. Und dann müssen Sie natürlich noch erkennen, wenn so eine verzweifelte Situation im Herzen besteht, dieses Kammerflimmern, dafür sind die Schaltkreise vorhanden. Angefangen hat das wie immer mit der Medizin mit Tierversuchen, hier mit dem Hund. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Freund von Hundenversuchen, aber es ging da wahrscheinlich nicht anders. Diesem Hund wurde das also eingebaut, künstlich Kammerflimmern induziert. Der ist bewusstlos geworden, hat seinen Schock bekommen und konnte danach wieder weiterlaufen. Das waren also die ersten Tierexperimente, die Mirowski damals in Johns Hopkins an Hunden mit dem ICD durchgeführt hat. Und das ist im Prinzip das, was der Professor Lüsche Ihnen vorher an dem Fußballspiel gezeigt hat. Das war ein ICD, der den Patienten wiederbelebt hat. Der hatte Kammerflimmern, weil er hatte eine angeborene Herzmuskelkrankheit, trotzdem Leistungssport machen können, hatte sein Ereignis und ist dann wiederbelebt worden. Der erste ICD wurde 1980, wie gesagt, in Johns Hopkins in Baltimore implantiert. Heutzutage machen wir ungefähr 300 Eingriffe, allein am Universitätsspital, was diese Geräte angeht, ist ein absoluter Standard heutzutage. Auch wenn Sie sehr viele negative Sachen manchmal lesen, mit Elektrodenbrüchen und sonst was, es ist immer noch für bestimmte Patienten eine lebensrettende und notwendige Therapie, die auch immer weiter verbessert wird. Wenn Sie sich anschauen von der Größe, 1980 war das noch 250 Gramm, jetzt sind wir bei 60 Gramm liegen wir momentan, in der Größe teilweise von einem 5-Franken-Stück. Diese Geräte halten 7 bis 10 Jahre, kann man schon von Hochtechnologie mittlerweile sprechen. Natürlich ist das auch in der Akzeptanz der Therapie dann gestiegen, da wurden viele Studien durchgeführt, sodass man heute da von einem Routineeingriff reden kann. Dick Cheney war zum Beispiel auch einer, der ein ICD hat, wenn der immer in Davos war, mussten wir immer hier Gewehr bei Fuß sein. Falls da was mit seinem Gerät war, war natürlich nie was. Also damit kann man ganz normal leben. Wie ist so ein ICD aufgebaut? Das habe ich Ihnen nochmal hier, also ein moderner ICD, Sie haben ja vorher den Prototyp gesehen. Batterie nimmt eigentlich den größten Platz ein und das ist auch das, was in Zukunft die Entwicklung beeinträchtigen wird. Sie können die Batterien nicht beliebig klein machen. Experimente mit Plutonium haben zwar die Russen mal gemacht, aber Sie können sich vorstellen, das kann man alles nicht mehr gut entsorgen. Das wird nicht kommen. Das heißt, eine gewisse Größe werden Sie immer haben. Sie werden auch immer eine gewisse Größe von den Kondensatoren haben. Ich denke, also, dass wir da nicht viel kleiner werden.
Was wir aber als Neuentwicklung haben, ist die drahtlose Übertragung und das ist das, was wir jetzt aufgebaut haben. Wir können alle unsere Patienten mittlerweile von zu Hause, die kriegen so ein, wenn sie ein modernes Gerät bekommen haben in der letzten Zeit, die bekommen einen Sender sozusagen und wenn zu Hause mal eine Rhythmusstörung war, dann können wir das im Internet uns anschauen und können dann telefonisch vorab schon klären, ist das ein Notfall gewesen oder war das falscher Alarm. Viele sind nach der Implantation ein bisschen verängstigt. Und gerade dann ist es auch, wenn man größere Abstände hat, jetzt Graubünden haben wir viele Patienten, da bietet sich das wirklich an, dass wir den Service anbieten können, dass wir schnell telefonisch erstmal eine Erstdiagnose mit diesen neuen Geräten stellen können. Das funktioniert also so, dass im Prinzip der ICD, der hier unter dem Brustmuskel sitzt, an ein Handy oder ein Nahtel ein Signal sendet und dieses Handy sendet es dann in das Internet, natürlich verschlüsselt und anonymisiert, und wir können uns das dann in der Klinik anschauen und interpretieren. Ist mittlerweile auch absolute Routine und hat in vielen Fällen schon dazu geführt, dass wir unnötige Arztbesuche absagen konnten, allerdings anderen Patienten auch sagen können, dass sie besser, schneller ins Spital kommen sollten. Kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir werden in der Zukunft, gerade für Patienten mit schwerer Herzschwäche, noch eine Menge anderer Sensoren zur Verfügung haben. Sie können sich das vorstellen wie bei einem Flugzeug, was fliegt. Das hat auch tausende von Sensoren, die überwachen, ob das System noch in Ordnung ist. Wir werden in der Zukunft jede Menge Druckableitungen im Herzen machen können, die das sich dann in dem Schrittmacher wieder auslesen lassen, sodass wir die Behandlung der Herzschwäche dadurch nochmal verfeinern können. Das wird nächstes Jahr losgehen. Diese ganzen Daten können dann auch über das Internet für uns zugänglich gemacht werden. Und so denke ich, wird sich auch die Medikamententherapie und die Feineinstellung der Medikamententherapie verändern. Das ist nun mal so ein Beispiel, was für Kurven man da dann bekommt, die man normalerweise nur im Herzkatheterlabor bekommen würde. Sowas kann man natürlich dann als Arzt viel genauer therapieren mit den Tabletten, als wenn man nur einen normalen Blutdruck hat. Patienten haben dann auch die Möglichkeit, so zu Hause so ein Auslesegerät zu haben und dann ihren eigenen Druck anzeigen zu lassen. Ähnlich wie beim Diabetes, wie beim Zuckerspiegel, sieht man dann den Lungendruck zu Hause und kann dann entsprechend die Medikamente dosieren. Das ist bisher alles natürlich nur in Amerika erforscht worden, leider kommt jetzt aber nächstes Jahr im ersten Quartal zu uns. Abschließen möchte ich mit dem Turbo-Schrittmacher sozusagen. Ja? Das ist die sogenannte kardiale Resynchronisationstherapie. Das ist nicht für Patienten, die ein zu langsames Herz haben, sondern das ist für Patienten, die ein zu schwaches Herz haben. Man hat nämlich auch herausgefunden, dass wenn der Herzmuskel ganz schwach ist, dann nützt es etwas, wenn man das Herz von zwei Seiten stimuliert. Und das ist etwas, wenn Sie Wasser in den Beinen haben, Schwierigkeiten mit dem Atmen, aber sonst der Puls eigentlich immer okay ist, dann und man feststellt, dass das Herz sehr schwach ist, dann ist das ein neu weiterentwickelter Herzschrittmacher, der Ihnen da helfen kann. Weil man festgestellt hat, dass innerhalb des Herzens, wenn es ganz schwach ist, die Muskelbewegungen nicht mehr richtig aufeinander abgestimmt sind. Und mit so einem CRT-Schrittmacher kann man das wieder herstellen. Das sind Implantationen, die sind etwas komplexer, aber die führen wir auch ungefähr 80 bis 90 Mal im Jahr durch. Da hat man also eine Elektrode in der rechten Hauptkammer, eine liegt auf der Außenseite der linken Hauptkammer und die sind dann in der Lage, sozusagen den mechanischen Takt vom Herzen wieder herzustellen. Also ich habe Ihnen heute drei verschiedene Arten gezeigt von medizinischen Geräten. Einerseits, wenn das Herz zu langsam ist, normaler Schrittmacher. Wenn das Herz abstürzen würde, ja, der implantierbare Defibrillator. Und wenn das Herz zu schwach ist und die Mechanik vom Herz nicht mehr funktioniert, dann die mechanische Therapie, nämlich die Resynchronisationstherapie. Vielen Dank.